Ja, hallo meine Schokoladenverführer und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal wieder mit einer Produktneuheit, Leute. Und zwar gibt es jetzt von Lindt Creation die neue Sorte mit Karamell. Ja, eine weiße Lindt-Schokolade mit einer Karamellcreme-Füllung. Ja, ihr seht das hier jetzt gar nicht so mit der weißen Tapete. Vielleicht könnt ihr das so besser sehen. Ja, ich blende auch hier gleich mal ein Bild ein. Wie gesagt, eine weiße Lindt-Schokolade. Ich warte ja immer noch auf diese Lindt-Hello-Sorten mit Weiß und Salted Caramel. Die sollen ja diesen Sommer auch noch rauskommen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Hier habe ich durch Zufall jetzt mal, ja, wie gesagt, eine normale weiße Lindt-Schokolade mit einer Karamellcreme gefunden, die jetzt nicht gesalzen ist. Also es ist eine normale Karamellcreme. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie sie schmeckt. Wie gesagt, Lindt-Schokolade ist ja immer was ganz Edles, was Teures, was vor allem was Leckeres. So. Und ich breche jetzt hier mal so ein Stück raus. Ja, ihr seht das hier. Diese einzelnen Lindt-Stücke. Es ist eine etwas größere Lindt-Schokolade mit 150 Gramm. Es ist jetzt keine kleine Tafel wie diese von Lindt Hello. Und es riecht schon mal, ja, nach weißer Schokolade. Das ist schon mal gut. Karamellcreme vorhanden. Wie gesagt, es ist eine Creme. Sie ist jetzt nicht flüssig. Und der Karamellgeschmack ist echt richtig intensiv. Dadurch, dass es keine Vollmilchschokolade ist, sondern eine weiße Schokolade, kommt der Karamellgeschmack nochmal richtig durch. Und auch ein bisschen crunchig. Ja, es sind so ein bisschen, so ein paar kleine Stücke da drinne. So ein paar kleine Kekstückchen. Und auch sehr süß. Und auch wirklich sehr stark Karamell. Also der weiße Schokoladengeschmack, der geht komplett unter, wird durch diesen Karamellgeschmack total weggedrückt. Wie gesagt, nicht salzig, es ist eine normale Karamellcreme, die auch gut gelungen ist. Ja, für Leute, die schön cremig und karamellig mögen, für die ist das auf jeden Fall die richtige Sorte. Auch für Leute, die jetzt keine weiße Schokolade unbedingt mögen, weil die weiße Schokolade ist jetzt echt eher mehr im Hintergrund. Ich würde der Schokolade auf einer Skala von 1 bis 10 7 Punkte geben. Ja, sie ist ganz lecker. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie mir nochmal holen würde. Ja, ich bin ja natürlich gespannt auf die mit Salted Karamell. Hier ist mir echt der Karamellgeschmack ein bisschen zu intensiv. Hätte ich jetzt mir ein bisschen mehr weiße Schokolade gewünscht, aber es kommt immer darauf an, was man möchte, Leute. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert hier oben immer gerne meinen Kanal und wir sehen uns. Tschüss!